Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder ein bisschen RimWorld. Es ist ein bisschen Zeit wieder vergangen. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was über das Game weiß. Wir haben beim letzten Mal uns, glaube ich, relativ stabilisiert und ich war am Überlegen, ob ich vielleicht umziehen sollte. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Schau mal, wie lange wir heute aufnehmen können, weil ich tatsächlich gerne noch was anderes aufnehmen wollen würde. Wir machen mal einen kurzen Rückblick. Es sind ein paar Sachen kaputt gegangen. Wir sind mittlerweile Monika, Tamara, Lisa, Fritz, Jobel und das liebe Schweinchen. Wir haben eine kleine Schlafbaracke. Wir müssten aber noch überlegen, ob wir vielleicht Schweine hier noch mit dazu holen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hier noch eine zweite Mauer drum baue oder ob ich das an sich ein bisschen vergrößern sollte. Da bin ich mir noch nicht so zu 100% sicher. Wir sind gerade tatsächlich im September. Also wir haben nicht mehr Zeit, viel anzubauen, aber wir haben drinnen ein bisschen Hydro hier gemacht. Hydro reingepackt. Ich glaube, ich will hier noch die Rauchblatt-Joints reinpacken und die Rauchblätter und dann machen wir die hier raus. So. Und die verbieten wir hier. Und an sich, was ist das hier? Ist das alles? Das müssten theoretisch nur Lebensmittel sein, wa? Theoretisch müssten das dann nur die Mahlzeiten sein. Da müssten wir eigentlich rohe Nahrung verbieten. Und hier müssten wir Mahlzeiten verbieten. Kopieren und hier reinfügen. Okay, das ist erstmal der Stand der Dinge. So, wir haben derzeit eine Forschung im Plan. Und zwar ist unsere Forschung derzeit Tiefenbohrer. Den benötigen wir auch echt. Wir brauchen langsam Stahl und Ressourcen und so. Weil ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Ressourcen hier noch sind. Hier oben ist halt so ein bisschen Stahl noch. Aber wenn es wirklich daran. Wir haben auch kein AD, glaube ich, ne? Aber vielleicht hier irgendwo drin? Könnte da eine Wahrscheinlichkeit bestehen? Ich weiß es gar nicht genau. Bei normaler. Ah, nee, hier unten ist ein AD. Lol, das habe ich doch gar nicht gesehen gehabt. Ja, gut, dann können wir ja doch theoretisch hier ein bisschen noch bleiben. Ja, was ist hier unten denn schon wieder passiert? War ich das? War ich das etwa? Wartet mal kurz, ich muss mal kurz schauen, ob das das richtige Mikrofon ist. Ich habe nämlich gestern ein Update gemacht. Ja. Ist das richtige Mikrofon? Ja gut, dann wünsche ich euch herzlichst willkommen und dann starten wir mal rein ins Game. Mal gucken, was uns heute hier erwarten wird, was für Raids kommen. Wir sind jetzt gerade bei einem Koloniewert von 36.440. Das ist ja noch nicht so viel. Sind aber mittlerweile schon 5 Kolonisten gestorben. Wir haben schon 17 große Bedrohungen gehabt und davon waren 11 feindliche Überfälle. Also, da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Da ist noch Luft nach oben. Definitiv. Haben wir eigentlich noch ein Bauteil zum Reparieren? Ja. Haben wir auf jeden Fall noch. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Ich muss aber sagen, ich finde jetzt mittlerweile unseren Küchenbereich hier echt schön. Der gefällt mir wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich würde halt überlegen, wir könnten theoretisch halt hier so eine Art Fallengang machen. Aber jetzt kommt es. Ich würde tatsächlich den Eingang eher hier unten setzen wollen. Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass hier oben die mich da in irgendeiner Art und Weise angreifen und mir dann hier alles meine Ernte kaputt machen. Das ist mir hier oben zu unsicher. Und ich würde halt gerne eigentlich ein Krematorium bauen, damit ich die ganze Scheiße hier wegmachen kann.
Die nerven mich nämlich, diese ganzen Gräber. Mehr Gräber als Kolonisten, die wir hier haben. Die Frage ist nur, was brauche ich denn für so ein Krematorium? Produktion, Krematorium. Ich das ins Haus? Nee. Pack das einfach kurz mal dahin. Dürfen die gerade nicht raus oder was ist hier los? Doch, unbegrenzt. Hier gibt es noch ein paar Elche, die könnten wir jagen. Machen wir mal 4 Stück erstmal. Jo, und da geht mir schon der Strom mittlerweile aus. Das ist ja nicht so schön. Stahl haben wir. Wir haben ja alles. Hier brauchen wir nur jemanden, der hier das fertig arbeitet. Monika, Tamara, die sind alle schon wieder frustrated. Warme Kleidung fehlt. Kolonisten sind untätig. Was ist denn mit der überhaupt? Chemisches Verhungern. Ja, ich bin ja gerade schon dabei, ein paar Drogen herzustellen. Gestörter Schlaf. Mittelmäßiger Schlafsaal. Körper modifiziert. Oh, die müssen wir operieren, früher oder später. Die braucht dann irgendwie eine Prothese oder sowas. Aß ohne Tisch, ist durchnässt. Gestörter Schlaf. Lisa geht soweit ganz gut. Fritz wurde beleidigt. Verdient. Nachteule ist tagsüber wach. Der Jobel. Der könnte auch theoretisch lernen. Ah, der ist ja. Dann müssen wir für den eigentlich den Zeitplan anpassen. Jobel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und Schweini. Was bei dem unangenehme Kühl. Ja, ist halt gerade kein Strom, ne? Aber ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt hier irgendwie ein Problem? Also, das könnten wir theoretisch uns einfach ausmachen. Da sparen wir schon ein bisschen was. Hier, Lisa macht auch gerade Klamotten, glaube ich, ne? Die stellt gerade Parker her, weil wir hatten, glaube ich, nur Hemden oder sowas. Okay, also diese die Sonnenlampe, die frisst schon ordentlich an Strom, muss man sagen. Also wir könnten hier unten theoretisch auch nochmal so ein Ding hinpacken. Oder wir machen uns halt irgendwo ein Windrad oder vielleicht doch noch mal so ein Holzteil oder so, könnten wir auch überlegen. Hier oben der Stahl ist jetzt wirklich aufgebraucht, ne? Der ist finite incantate. Soll ich noch die zwei Elche hier jagen, die hier unten sind? Ach, das macht Tamara, okay. Aber Lisa ist doch bei uns eigentlich hier am Bauen, oder? Warum baut die nicht immer in erster Linie? Da, ich habe das mit den Prioritäten von den Aufgaben irgendwie noch nicht richtig gemacht, muss ich sagen. So, und das Problem jetzt, wir haben immer noch nicht genug Strom.
Kreatur schlachten, mache ich jetzt mal kurz Stopp, weil wir haben noch genug Essen hier. Dann könnten wir nämlich hier auch so eine Art Barrikade hinbauen, wenn wir dann die ganzen Leichen hier entfernen. Weißt du nicht mehr, welche Leiche unsere war, also von unserer Kolonie. Nicht, dass wir die dann ausbuddeln. Ich weiß nicht, ob das für uns ein Nachteil ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay, wir machen mal Leichen verbrennen. Erstmal machen wir hier den Radius. Nur so groß wie unsere Base. Und dann machen wir auf jeden Fall menschliche Leichen, aber keine Kolonisten. So. Ja, der buddelt die da wieder ein. Echt jetzt? Ach du heilige Scheiße. Okay, also man muss die abreißen. Ah, okay, Tamara macht das auch sehr gut. Irgendeine Quest ist jetzt gescheitert. Ah, kein Strom wieder. No. Okay, Leute, dann werde ich hier draußen, glaube ich, so ein Ding hinbauen, um Strom zu produzieren. Ein bisschen holzbetriebenes Ding. Dann wird wenigstens ein bisschen noch produziert. Weil uns das ja leider nicht ausreicht. Ja, Fritz ist verwirrt, das war mir klar. Brauche eine Leiche. Das sind unsere fünf, wa? Kann das sein, dass das unsere fünf sind? Besucher kommen vorbei. Ist dann wahrscheinlich der Besucher, ne? Da müssen wir aufpassen, dass der hier nicht gefressen wird jetzt von irgendwem oder irgendwas. Hier unten liegt ein Eichhörnchen im Blut. Haben die sich jetzt eigentlich die Parker angezogen? Mehr oder minder, ne?
So, Jobel ist auf jeden Fall gleich fertig mit der Forschung. Ah, guck mal, jetzt produzieren wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Strom, auch obwohl das Krematorium an ist. Das ist gut. Dann können wir nämlich die Dinger wieder anschalten. Oh, mein Auge juckt gerade. Was ist da los? Autschi. Wieso macht das so? Parker noch. Also, dass die jetzt hier noch mithilft, die Lisa, bei der Feldarbeit, das muss sie eigentlich gar nicht. Die soll eigentlich nur bauen und schmieden. Jetzt werden die da wieder reingepackt. Sehr gut. Okay, perfekt. Nee, ob ich da überhaupt den Fallengang hinbauen will. Bin ich doch ein bisschen unsicher tatsächlich. Wand aus Marmor. Marmor hat schon relativ viel, oder? So verteidigungsmäßig. Ein Wildschwein wurde zahm. Woher ist der Wildschwein? Ui, da sind aber viele. Die könnten wir uns eigentlich holen zum Naschen. Aber müssen wir aufpassen. Hier oben ist nämlich ein kleiner Puma. Nicht, dass der uns die hier streitig macht. Marmor? Das ist alles Kalkstein. Wie sieht ein Marmor aus? Hier sind Marmorbrocken. Ist auch Marmor, ne? Ja, okay. Okay, Forschung abgeschlossen, Tiefenbohrer. Jetzt mal eigentlich gucken, was wir als nächstes machen. Tiefen Scanner wahrscheinlich, ne? Was wir dann als nächstes lernen? Hätten wir, glaube ich, die Wand bis hier gesetzt, hätten wir die Sachen noch drinnen bauen können. Mal gucken, ob wir das vielleicht sogar noch machen.
Haben wir auch langsam wieder unsere Reispflänzchen. Die können wir dann gleich wieder ernten. Seht ihr mal, schaut mal. Ui, schön, schön, schön. Ich weiß halt nicht, ob ich da unten die jagen will. Ich ziehe 3 von den Wildschweinen. Ein bisschen Fleisch haben wir ja erstmal hier drin. Wie muss ich das jetzt machen mit diesem Fallengang? Jetzt? Oh, das ist jedes Mal falsch, ey. Ich bin so schlecht, was diese Fallen angeht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist wieder wahrscheinlich nicht richtig, glaube ich, oder? Weil hier zum Beispiel kann ich die ja jetzt gar nicht reparieren, weil ich dann selber durchlaufen würde. Oh nein, der Timberwolf jagt Schwein. Ah, der ist ja gleich da. Ah ne, der kommt erst. Okay. Mara ist am Schlafen. Lisa kann noch mitschießen. Fritz kann noch mitschießen. Passt, glaube ich. Okay, Jubel können wir theoretisch auch noch hier hinstellen. Warum werden die Tiere eigentlich manchmal geslowt? Sehr gut, Leute. Oh, jetzt haben wir gar keine Tierchen hier mehr. Dum, 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 da, dum. Mir tatsächlich noch nicht sicher, ob ich nicht hier auch noch einen Gang durchmachen will. Damit die da leichter durchlaufen könnten. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Ba da ba da ba ba ba. Du 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 du. Ba da ba da da. Du 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 du. Doch, wir sind uns treu. Guck mal, wenn die vorne ein Wildschwein rumläuft, na, da können wir doch mal gleich noch hingehen. Oh, eine Berserkerlanze. Peng, peng! Komm her, du kleines Schwein. Ich fressen. Oh, sieht schlecht aus, Tamara, wa? Ja, das Schwein ist aber auch quick, ne? Jesus Christ. Okay, jetzt haben wir es wenigstens zweimal getroffen.
Jetzt haut's einfach über die Karte ab. Ich würde ja lachen. Na endlich. Das eine Schwein frisst das andere Schwein auf. What the fuck? Ach du heilige Kacke. Supi. Na, jetzt geht's doch langsam ein bisschen voran. Hier bin ich mir echt nicht sicher. Mache ich hier einfach eine Tür hin. Vielleicht. Damit die dann da so langlaufen können. Oder wäre ja hier auch wieder eine Falle. Nee, da müsste die Tür eins höher sein. So vielleicht, dass man da durchlaufen kann. Maybe. Also, oder wir bräuchten halt hier einen Platz, aber dann hätte ich die weiter nach unten setzen müssen. Also perfekt ist es nicht. Das sage ich, wie es ist. Das sage ich euch, wie es ist. Perfekt ist es nicht. Noch Holz haben wir eigentlich noch da, ne? Geil, jetzt ist sie in die Falle gelaufen. Hä, warum? Ach so, weil die jetzt hier oben durchgehen, weil die ja hier nicht lang gehen dürfen. Ach. Okay, wenn da die Tür fertig ist, dann, dann klappt das, glaube ich. Heiliger Bimbam. Aber hier können wir doch auch recht schwer hin, oder? Neue Liebhaber. Fritz umwarbt Tamara, indem er schelmisch nach ihrer Loyalität fragte. Tamara reagierte positiv und ist jetzt mit Fritz zusammen. Mm. Ein Doppelbett. Scheiße. Mm. Also ein Doppelbett wollen die jetzt. Tamara und Fritz. Fritz und Tamara. Kuscheli. Machen die jetzt auch Sex da drinnen? Bei den anderen? Kann das sein? Oh, ist das süß. Oh, aber Jobel hat Tamara beleidigt. Den kann sie anscheinend nicht leiden. Und der mag Monika anscheinend nicht. Ah, wir haben so ein paar Leute, die... Oh, der Bruder war Melka. Ach du Scheiße. Ja, Fritz und Melka waren, glaube ich, beides auch Men in Blacks, ne? Glaube ich, dass das beides Men in Black waren.
Ich glaube, ich mache da noch eine Lampe hin. Die werden das Ding hier auf jeden Fall immer anschießen. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen, dass ich vielleicht doch hier eine Wand ziehe oder so. Die dann so ein bisschen wenigstens schützt. Aber können die hier überhaupt durch? Jetzt muss ich das irgendwie so machen. Och, Tamara macht schon wieder alles in Brand. Oh, Alter, jetzt streiten die sich hier schon wieder. Verdient. Aber so hat das mit dem Feuerteufel gleich aufgehört. Das ist eigentlich ganz angenehm. Das ist tatsächlich ganz angenehm, muss ich sagen. Ach komm, alles gut, das klappt hier. Das klappt hier ja ganz gut mit dem Fallengang. Ey, dann steht unsere erste Verteidigung und jetzt kommt ein menschenjagendes Rudel Ratten. Okay, ich werde das begrenzen. Darauf. Und werde das hier zumachen. Dann können die ja eigentlich nicht rausgehen, oder? Und die sollten nicht reinkommen. Glaube ich. Alter, die Belagerung. Wie viel sind das? 11 nur. Aber die würden unsere ganzen Fallen kaputt machen. Ja, und für so einen Notfall, da brauchen wir eigentlich genug Holz, damit wir uns theoretisch hier verteidigen können. Na, guck mal, dann wird ja wenigstens hier drin eine Ordnung gemacht. Hoffentlich auch sauber gemacht und sowas alles. Und dann können die sich alle ein bisschen auskurieren. Das ist doch schön. Die Tamara, die macht schön sauber. Sehr vorbildlich, Tamara. Ich glaube, das mit den Ratten, das ist da nicht so lange, ne? Mit dem Übergeschnappten, das ist ja Scaria, das ist ja, glaube ich, sowas. Der unbehandelte Wirt stirbt etwa 5 Tage nach der Infektion. Die Ratten werden keine Türen angreifen, es sei denn, sie sehen jemanden durchgehen. Okay. Das haben sie ja nicht getan. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier eigentlich für eine große Skulptur aus Kalkstein? Normal, normal und eine gute. Die könnten wir natürlich irgendwo aufstellen, ne? Frage ist noch wo. Boah, ich verkaufe die einfach. Kann ich eigentlich auch wieder aktivieren? Und hier kann man doch auch Kleidung verbrennen dann, ne? Bei dem Krematorium. Kleidung verbrennen. Waffen geht auch. Kleidung verbrennen.
Jetzt ist aber halt die Frage. Rüstung. Ich will eigentlich so nicht biokodiert, das sind doch die ganz normalen Sachen, oder? Und saure Kleidung will ich eigentlich auch nicht verbrennen. Es sei denn, die hat halt eine, was heißt ein Trefferpunkte? So. Ich glaube, das ist die Qualität, ne? Also wie die Haltbarkeit theoretisch, oder? Qualität ist ja eigentlich egal, ob das jetzt gute Qualität oder schlechte Qualität ist. Wenn die Klamotten unter 50% gehen, dann heulen sie ja immer schon rum. Ah, guck mal. Ich glaube, wir stellen unsere ersten Joints her, Leute. Jetzt können wir kiffen. Endlich. Dann sind sie chemisch nicht mehr ausgehungert, Leute. Sehr gut. Ach, ist das schön. Stellt jetzt nur einen Joint her, oder? Aus den vier? Ja, die hat jetzt einen Joint hergestellt. So, Schweine raucht das jetzt ein. Anschalte. Ich will mal gucken, ob wir dann, ob die dann Klamotten verbrennen. Theoretisch. Das mit der Tür ist da auch irgendwie kacke. Oder ich mache denn hier eine Tür hin. Mache ich die, glaube ich, erstmal weg vielleicht. Baben, baben, baba. Du, du, du. Oh, Transportkapselabsturz von der Verwandtschaft. Hoa ist gefallen. Ich kann gerade nicht raus. Soll ich es probieren? Probier es kurz. Okay, da kommt schon eine Ratte. Läuft der jetzt nicht weiter? Mara muss das im Überblick behalten hier. Jetzt kommen da zu viele. Okay.
Okay, er kommt mit Fritz auf jeden Fall. Wie mal treffen würden, ey. Die stehen daneben und machen nichts. Und der Schuss ging durch. Hä? Wirklich jetzt? Das sind für mich unerklärte Sachen hier, die hier passieren. Ich hab's noch reingeschafft, sehr gut. Alter Schwede, so Kleinigkeiten, ne? Heilige Scheiße. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass der sich uns anschließt. Wenn ich ehrlich bin. Der Tor hier. Von wem ist der denn Verwandtschaft? Monika. Die Schwester. Und Fitz. Der ist gar nicht Fritz, das ist Fitz. Das ist anscheinend irgendein Bekannter von ihm. Ich merke schon, unser Stammbaum ist anscheinend wieder ein Kreis. Die sind schon wieder alle miteinander irgendwie hier versippschaft. So, Tamara, die kann wieder laufen anscheinend. Aber wir holen der erstmal noch nicht die Waffe. Können wir jetzt die Tierleiche nicht auch verbrennen? Kann ich hier ein neues Leiche verbrennen hinzumachen? Ja. Und da kann ich doch dann aber sagen, alles verbieten. Tierleichen erlauben, aber nur verrottetes. Das müsste doch funktionieren, oder? Jo, hat geklappt. Sehr schön. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ist das ja auch dann jetzt komisch mit dem. Theoretisch müsste ich ja hier auch die Wand dann noch weiterziehen und das dann kürzen hier. Oh, es ist alles kompliziert mit diesem Fallengang. Ich check das einfach nicht. Ich bin einfach zu dumm für Fallengang. Liebes zu, ich bin einfach zu dumm. Zu dumm. Warum bin ich so dämlich? So dämlich, so dämlich. Bin ausgesprochen dämlich. So dämlich war ich nie. Überfall. Scheiße. Sie greifen sofort an. Das Problem ist, läuft er dann in die Falle? Ba, 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 ba. Ui, das sind aber viele. Da
sag ich Aua. Monika hat ja auch nicht geschossen, ne? Doch. War das von der die Waffe? Oder von... Ne, Schweini hatte doch den Bogen. Schweini ist auch noch am Start. Aber Tamara hat eigentlich draußen die Waffe. Oder die nimmt derzeit hier einfach so eine MP. Da-da. Mann, ich hoffe, die kommen durch meinen Fallengang. Ich hoffe das so sehr. Lala. Weil das sieht nicht so aus, ob die hier durch meinen Fallengang kommen, oder? Der, hier oben der. Oh, fuck, der macht Feuer. Monika, Feuer löschen. Okay, einer ist tot. Digga, die verlieren ja voll. Boah, Alter, die schießen gut. Die ab oder was? Okay, die Ecke da ist beschissen, bin ich ganz ehrlich. Die Ecke hier unten ist beschissen, da bin ich ehrlich mit euch. Okay, wer ist das hier? Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Waffen gekriegt. Ich werde die Leute jetzt erstmal nicht aufnehmen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Weil, Fritz hat die, Jubel hat das. Ah, die ist biokodiert. Okay, die lassen wir liegen. Die ist auch biokodiert, ach schade. Da-dum, da-dum. Ich werde nichts sagen, aber Leute, hier brennt's. Ein Wanderer tritt bei. Reitgard. Nee, ich lehne ab. Ich habe keinen Bock. Ja, ist mir egal, ob ihr das scheiße findet. Ich will jetzt nicht noch mehr Leute hier haben. Hier sind schon so viele. Ein Großhändler ist da. Wer konnte von mir relativ gut reden? Fritz. Hä? War da nicht gerade was mit Großhändler? Ach, die kommen vorbei, wa? Ja, so schnell kann das hier auch wieder anders aussehen, Leute. Mord und Totschlag. Kann ich die noch einholen? Ey, die waren aber nicht lange da. Okay, schade. Oh nee, Tor hat sich angeschlossen. Nein. Warum? Muss das denn sein?
Oh, der hat Medizin 4. Guck gerade, was er erwachen könnte. Mach den mal schmieden und so. Mara, die ist noch am Bluten, wa? Um die kümmert sich gar keiner. Alter, die Kotze hier überall. What the fuck? Ja, ich darf keine Nahrung mehr produzieren, glaube ich. Wir müssen das jetzt erstmal aufessen. Ach komm, breche ich ab. Kann ich eigentlich zu Fritz sagen, dass er sich hinlegen? Nee, er ist nicht verletzt. So, Thor wird jetzt auch eine Lebensmittelvergiftung kriegen? Nicht. Okay, krass. Überall liegt Kotze. Das ist schon ganz schön ungeil. Das ist schon ziemlich eklig, wenn ich ehrlich bin. Monika geht so schlecht, weil die gerade diese Dings auch hat. Dieser Magen-Darm-Virus. Oh, Tiefenscanner abgeschlossen. Gott sei Dank. Was sind denn eigentlich Schilde? Schildgürtel. Macht das irgendwas? Biosprit. Das ist, glaube ich, wichtig. Das brauchen wir später für Transportkapseln und sowas, ne? Glaube ich. So, jetzt schlafen sie wieder alle. Die können wir eigentlich ausmachen gerade. Das mache ich auch kurz aus, damit wir ein bisschen Strom sparen. Tamara macht wieder alles in Flammen, die blöde Ziege. Okay, hier muss ich ganz ehrlich sagen, hier haben sich die Wände nicht bewahrheitet. Die waren mir hier tatsächlich zu sehr, wie sagt man das? Die sind nicht reingelaufen in den Bereich. Die haben dann den Part hier benutzt. Das war irgendwie ein bisschen kacke, fand ich.